Und damit recht herzlich willkommen zurück. So. Der Charlie ist jetzt ein Teil von uns. Den konnten wir gerade noch so retten. Hatten ja eben hier voll die Belagerung gehabt. Was geben wir dir denn in die Hand? Hier, nimm mal. Ja, gut. Nimm die mal. Dann. So können wir das nicht lassen. Ich meine, ja, ist amerikanisch, klar, aber es geht noch einen Schritt besser. So, mit dem wir einmal hier draußen. Nee, Quatsch. Bisschen europäischer. Europäischer, ja. Bikerjacke, doch, Farmarbeiter lassen wir mal so, schön in schwarz. Und dann geben wir dir noch vernünftige Kopfbedeckung. Cowboy-Hut. Jo, alles klar. Ja. Okay. Das fand ich bei Witzendrick so geil. Da hat er auch gespielt und hat sich selber einen Cowboy-Hut aufgesetzt. Ja. Das war ja bei uns, wo wir zu dritt gespielt hatten da. Also, da konnte man das sehen. Ja. Ich hab meine Army-Kappe auf hier und das ist Standard. So, aber nichtsdestotrotz. Wir schicken dich mal auf die Krankenstation hier. Moment. Geh doch mal rauf. Die Leute fressen jetzt natürlich auch mehr. Jetzt haben wir einen Maul mehr zu stopfen. Na, wie viel? Minus? Moment. Hä? Überlebende essen minus 20 pro Tag. So. Minus 20? Ja. Aber wir haben ja die eine Farm auf Stufe 3. Ja. Dann kriegst du plus 6 Lebensmittel, dann die andere Farm plus 2 und plus 2 und dann 6 und dann die Außenposten hier. Lebensmittel-Außenposten. Also steht unterm Strich plus 0. Also die fressen so viel und das kommt auch wieder so und so viel rein, weißt? Also das gleicht sich aus. Aber die eine Farm hast du noch gar nicht richtig aufgewertet, ne? Nee. Nee. Die große, ne? Oder läuft die noch? Machen wir gleich. Das, die andere, die ist aufgewertet hier. Haben wir jetzt zwei von der Sorte. Ja, die ist komplett. Die hier ist die neue. Die hier war das, glaube ich, ne? Die große, ja. Ja. Gut. Jetzt kannst du ja noch einen Händler holen. Vielleicht hat er noch Dünger oder so für Lebensmittel, weißt du? Ja. Ich glaube, das machen wir gleich mal. Ressourcen. Warte. Händler, rufe Händler. Also ein Lebensmittelhändler war das, ne? Ja. Ja, kann nicht schaden. Nein, wir haben 5800 Einfluss, ey. Ah, Tüte mit Dünger kann ich dir noch sogar noch geben. Ah ja. Na, nun, ist egal, nur hab ich ihn gerufen. Ja, gut. Ja, gucken, ob er es dabei hat, ne? Ja, genau. Dann kann ich noch ein paar Sachen verkaufen, dann hat er noch mehr Einfluss. Ja, siehst du genau. Ich denke mal Zeug hier zum Handeln. Das gehört dazu. So sieht's aus. Ist er nicht denn schon da? Ah ja, doch, doch, der steht da. Oh, hey there. Oh, einer von der roten Klaue. Ja. Nee, das ist nicht der Händler. Hm? Ach Quatsch, das ist meine. Ach, guten Morgen. Hier steht er. Wo? Gianni, dann müsste das sein. Ja, ja. Okay, let's do this. Why not? Erstmal zack, 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 zack. Lebensmittel, willst du die wieder reintragen? Kriegst du ja. Belohnung. Hey, ja, mach ich. Alles klar. Kann die auch kaufen. Oder so. Oh, dann mach ich nochmal hier. Wo ist denn dein. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo dein Lager ist. Das war beim Schuppen, glaube ich, ne? Mhm. I got a feeling you and me can do business. Sure. Here. That should do it for a while. Drei Lebensmittel, echt. Das ist total. Ist mager, ne? Das ist nichts. Das ist
Tropfen auf den heißen Stein. Ja. Aber wir sind ja gut aufgestellt, also von daher. Leute, das ist richtig geil hier, ey. Ohne Scheiß. So würde ich mir das hier auch gut gehen lassen wollen, ey. Ja. Hier drinnen, wenn man mal so guckt, wenn man so auf die Details mal so ein bisschen guckt. Hier so ein Ofen, so ein Holzofen drinnen. Ja. Das knistert vor sich hin, richtig geil. Ja. Ich weiß gar nicht, warte mal, ist ein Packsack, haben wir noch einen Packsack zu liegen? Irgendwo? Ich weiß nicht, oder drei Packsäcke habe ich jetzt reingehauen. Achso, nee, dann ist alles gut. Du, dann guck ich gleich nochmal, was sie noch so hat. Okay, let's do this. Dünger hat sie noch da. Und ein Kompostierer, aber Dünger ist, glaube ich, besser. Dünger ist besser, ja. This load's gonna wear me out. Mal gucken, hey, vielleicht kann ich noch irgendwas. Die hätten das anders machen müssen. Scheiß auf den Dünger. Mann, das sind 10 Mann. Was meinst du, was 10 Mann so viel wie die fressen hier auf gut Deutsch? Die müssen hier doch die Hütte voll kacken, eigentlich im Grunde genommen. Ja. Nimm die Scheiße. Immer einen Garten Scheiße. Nimm die, ja, nimm die Scheiße und zack, ruf. Ja. Mm, und danach essen, ey. Das schmeckt wie Zucker und Tritt. Na, was meinst du, was die hier was so Astronauten machen und alles? Ja, Logo. Auf der ISS. Da die sind trinken so, ihre eigene Pisse. Ja, Alter. Genau, das sind so Zwischenstationen, da wird ja gereinigt, ne, und alles, ne? Ja. Aber ja, allein der Fakt. Und die Scheiße und die Scheiße auf gut Deutsch, die nehmen die und stecken die in die Außenwände. Ja. Das soll nochmal vor zusätzlicher Strahlung oder so schützen. Ja, super Kit, ey. Das kannst du wissen. So. Ich verkaufe nochmal Sachen an sie. So, Familienandenken haben wir hier. Als Quest. Ich weiß, was das für eine Quest ist. Die will, glaube ich. Das ist so ein Stofftier, ist das. Aha. Mhm. Das ist die Stofftier-Quest. Und dann haben wir einmal die Tressys Mission. Die würde ich bevorzugen. Weil mit der sind wir ja befreundet. Die andere scheiß drauf auf der blöde Stofftier. Ich hab den Zuschauern auch mein Stoff hier schon gezeigt, weil ich auf der Couch hier zu sitzen hab. Ich hab ne Schwäche für Seehunde, deswegen, also. Seehunde sind süß. Seehunde, ja. Hm? Ja. Hab gesagt, wenn ich mir sowas halten könnte, als richtige Haustier, ich würd's machen. Ohne Scheiß. Ja. Gehört aber in die Wildnis. Ja. Leider. Aber so hat jeder seins, das ist halt so. Ja, klar, das sind süße Tiere auf jeden Fall, definitiv. Manche mögen stehen auf Elefanten oder was weiß ich, oder Tiger oder keine Ahnung, und ich nehm's auf sowas. Ja, geil, fang ich nochmal. Es gibt so eine Pitbull-Rasse, die nennt sich Exotic Panther, ne? Ja. Sieht original aus wie ein Panther. Richtig geil, helle Echt? Augen, komplett schwarz. Cool. Also da musst du zweimal hingucken, ob das ein Hund ist oder eine Katze, ey. Dein Hund sieht da auch gut aus. Ja, der ist super. Der ist echt super. Ich musste auch schmunzeln. Ich weiß gar nicht, ob du das bei. Das hast du im WhatsApp-Status hast du das gehabt. Wo der nach Essen gebettelt hat, ey. Oh, warte mal, ich nehme noch was mit, vorsichtshalber für die Karre, falls sie kaputt geht oder so. Das siehst du genau, apropos. Wir wollten ja solchen Herz platt machen, ne? Noch was obendrein. Noch Benzinbomben mit. Looten will ich ja eh nicht. So Mädel, mach mal weiter. Extra Schuss mit. Hier muss irgendwo noch ein Juggernaut umherlaufen. Haben zumindest atmen gehört. So, Munition. Also, wie folgt. Ich mache jetzt erstmal diese Tressy-Mission und dann fahren wir weiter und klären noch ein paar Seuchenherzen. Mhm. Dass das sich alles so ein bisschen die Waage hält. Ja, komm, doch mit. In den Schrank oder was? Nee, doch. Nimm mir lieber den Pickup. Jo. So, der Wachturm ist jetzt auch aufgewertet. Stufe 2. Können wir jetzt hier noch was machen? Nee, können wir Benzin, nicht. Ja, oh
Gut, alles andere ist noch am Arbeiten. Gut. Minus 3 auf Lebensmittel haben wir. Ach, das ist doch nichts. Ah nee, Quatsch, Blödsinn, weil das Lager zu voll ist, deswegen. Ja. Da musst du mal reinziehen in der Todeszone. Ja. In der Todeszone, das sind Luxusprobleme, ey. Ja. Anders ist es, wenn man komplett gleich in der Todeszone anfängt. Ja. Ja, aber dieses Mal den Luxus, den wollte ich mir einfach mal gönnen. Ja, mach so. In der Albtraumzone starten und dann eben hier rüber. Warum nicht? Ja, klar. Und für das letzte Großprojekt, da habe ich mir so gedacht, also wieder in der Todeszone starten, das machen wir nicht. Wir holen uns auf, wir bereiten uns auch vor, aber dieses Mal ein bisschen speziell. Und zwar spielen wir individuell. Das heißt, Zombies auf tödlich, aber alles andere lassen wir auf Green Zone. Also den Loot und die Stimmung von den Leuten eben auch auf Green Zone. Da ist noch eine Karre. So der Plan. Ja, warum nicht? Ist auch eine Herausforderung. Ja. Weil die Gefahr bleibt ja im Endeffekt. Genau. Wo ist die nochmal hin? Ja. Weil ich kenne mich selber. Ich fahre hier permanent dran vorbei. Mhm. Und vergesse das irgendwann hier. Benzin. Noch was zu looten, aber ich habe die Taschen voll. Ach je. Nee, ich habe extra viel mitgenommen. Na, wenn nicht, dann hau hinten im Dings rein. Ja. Kann ich ja das und das rein tun. That's a lot of nothing. Hier ist nichts. Und jetzt 6 Ersatzteile und keine Ahnung. Ach je. Ja, lohnt sich nicht wirklich. Nee. So, wo soll jetzt hier noch was sein? Oh, eine Flasche mit Schmerzmitteln. Hör mal hin. Ja. Hier ist noch was. Okay. Munition. Ja, das ist gut. Gut. Lass uns weiter. Ja. If I take out the nearest plague heart, this might just clear up. Keine Panik auf der Titanic. Das Schiff geht wird schon untergehen. Ja, keine Panik auf der Titanic. Wasser ist für alle da, ne? Mhm. Ja. Wird keiner verdursten. Nur verhungern. Na, verdursten? Trink mal mehr Wasser. Da, nee, bestimmt nicht. Da gehst du drauf. Ja. Wer auf die dumme Idee kommt und aus dem Ozean trinkt. Manche machen das ja aus Verzweiflung nachher zum Schluss. Ja. Also wenn du wirklich am Ertrinken bist oder was weiß ich, auf deiner Rettungsinsel bist und kommt dir Kinder zur Hilfe. Ja. Ohne Scheiß, da würde ich meinen eigenen Urin trinken. Wäre wahrscheinlich am sinnvollsten. Ja. Wenn du nichts zu trinken hast. Ja. Dann machst du das. Nee, ich nehme die Pisse von den anderen, Alter. So. Okay. Oh, hier durchquetschen. Ey, ja, das ist echt eklig geworden hier in der Stadt, ey. Gerade wenn du hier mal schnell abhauen musst. Oh, das kannst du vergessen. Ja. Juhu, unser Fanclub. Ach, jetzt aussteigen, ist das schon was? Ja. Ja, wir sind ja schon da, weißt du? Oh, ein Juggernaut. Macht nichts. Alter. Alter, Mann!
jeden, ey. Von hinten geköpft, ey. Thanks for coming over. I could really use your help. Also mit ihr kann man auf jeden Fall auch handeln. Sie hat auch, glaube ich, noch Packsäcke. Okay. Ich will eine Probe von den kaputten Seuchenmauern sammeln. Kannst du mir den Rücken frei halten? Klar, machen wir. Aber vorher will ich mit dir handeln. Let's see what's up for trade, eh? Boah, okay, Lebensmittel hat die ohne Ende, ey. Da bedienen wir uns jetzt gleich mal dran. Ja. Kommen wir wenigstens nicht mit leeren Händen nach Hause. Ist ja auch die geilste Hütte hier, ey. Ich würde nie, ohne Scheiß, ich würde nie auf die Idee kommen und in der Stadt bleiben. Nee, ja, definitiv nicht. Bist verrückt. Ich hab den Leuten auch schon gesagt, also diese Farm, die wir haben, unsere Base, ne? Das wäre so meine Wahl. Ja, vielleicht noch lieber im Wald oder so. Im Wald? Ja. Also ich würde schon gerne die Bedrohung sehen wollen. Also im Wald, weiß ich nicht. Ja, aber auf dem Land ist alles zu offen. Ja, gerade deswegen, dann siehst du die ja kommen. Weißt, wenn du denn noch so auf einer erhöhten Position stehst, umso besser ja, eigentlich, weißt? Das ist was anderes, aber ich würde mich weit weg von Zivilisation. Ja. Definitiv. So oder so, egal, was für eine Apokalypse das wäre. Nee, den Rucksack muss ich aufbehalten. Okay. So, jetzt geht klar. That's good. Na dann los, Mädel. I've been studying these old plague walls, and I've got a theory. Wo musst du hin? When the last active wall downtown was destroyed, something happened to every wall in the town. Laber er nicht, zeige mir den Weg. Whatever that effect was, it originated from here in Marshall. Ja, wir sollen zuhören. Steht hier. Hm. Now the walls around here are organically inert. Nothing going on at all. But it stands to reason that walls further away might have been affected differently. I want to gather some samples from a ruined wall out in the farmlands to see if my theory is correct. Mhm. If I'm right? Ja. This sample could let me better understand the biology of these plague walls. So, wir müssen hier hin. Da ist auch eine feindliche Enklave. Ich glaube, da können wir bei dem im selben Atemzug können wir die, glaube ich, auch platt machen. Ja. Die sind da in der Nähe. So, jetzt müssen wir irgendwie aus dieser Stadt hier rauskommen. Scheiße, nur eins. Ugh, I found a bloater. Alter. Ah, da kommt was auf uns zu. Was denn? Achso, ach, zu dem Flugzeug, ja, ja. Oh, naja, gut. Ja, dann ist es, glaube ich, cleverer, sich hier reinfahren. Und meine Tür ist weg. Egal. Für meinen katastrophalen Fahrstil kann man sich nur entschuldigen. Gott. Hauptsache, das ist mir echt nicht so. Nee. Nee. Ja, das würde ja, von der Physik ja schon gar nicht gehen. Fahr mal mit dem Auto über so einen Acker, ey. Ja, Spaß, ey. Der schöne Unterboden, der ist weg. Das kannst du wissen. Kannst gleich in der Luft sitzen, ey. Alter, ey. Oh. Ja, das meine ich. Mann, wird das spaßig werden gleich, ey. Ja. Ich weiß, ich kenne die Quest. Hold up. We need to make sure the site is clear before I can gather samples. Schön auf tödlich. Mhm. Nach alter Manier. Okay, looks like we're all clear to get started. Now, ich kriege schon mal hier vorne, ey. But if it's biologically active, my work might draw some zeds. So, let me know when you're ready for me to start. Ja, wir können. Wo rein, Mädel? Ja. Yeah. Na?
Warum kann ich, aber dann geh ich auf die andere Seite. Geht irgendwie so. Nicht. Scheiße, warum geht denn das jetzt nicht? Ich kann gar nicht mit dir reden. Das schon wieder. Mädel, steig mal ein in das Auto. Ach so. Bleibst du hier? Ich fahre eine kurze. Ja, ich warte hier kurz. Ja. Okay. Na, also jetzt. Ja. Also. So. Okay. Eine Minute. Und keine Minute länger. Ich bleibe auf der Seite hier. Und zu heftig wird's auch Bescheid. Kommt gar nichts, okay. Na jetzt. Ich darf auch Spaß haben. Du darfst auch Spaß haben. Ja, ich darf auch mal Spaß. Klar, warum nicht? Why not? Alter, scheiße. Let's go somewhere with fewer zombies. I just need one more sample. Na, komm her. Okay, I've got the samples I need. Wow, that was tense. Das war schon. Ich bin sehr, sehr enttäuscht. Ich dachte, da kommt mehr. Ja, echt. Rüber abgeschnitten. Was ist das hier? Oh, schön. Pilotenmütze. Ja. I'm not sure how long that'll take, but it's not like my social calendar is full of distractions. Jetzt wieder zurückbringen, wa? Ja. Ja. Aber hier ist ja die feindliche Enklave. Die würde ich vorher noch ausschalten wollen. Okay. Somebody scratched from 2079 inside here. Ich meine, wir sind zu dritt jetzt. Ja. Das müssen wir ausnutzen. Ja, die sind da in der Halle. Ja, Benzinbomben. Können wir schon mal ranwerfen. Ja, kommt raus. That nearby plague heart means there's no er verwandelt sich. Oh, nur zwei. Ja. Aber die haben wir aus dem Weg geräumt. Ein Problem weniger. Oh nice, gib mir mal einen Rucksack. Oi, hier ist ein Tricksüchtiger. This place creeps me out. Die haben einen Blick haben. Scheiße, an den komme ich nicht ran. Na, ist egal, macht nix, dann hauen wir ab. Ja. Lass abhauen. So, Mädel, dann bringen wir dich wieder nach Hause.
an der Stelle auch beenden. Weil die Munition, die ich mir jetzt eingesteckt habe. Oh, hier ist noch ein Dings, ein Schuppen. Ja. Hä? Okay, hat sich erledigt. Für mich ist ja, hier nichts drin. Gut, mir auch nicht. Das meine ich nämlich, weißt du? Jetzt müsstet. Musst erst rangehen. Da müssten auch. Was weiß ich, da müssten auch Kisten oder was weiß ich was sein, wo du extra reingucken musst, weißt du? Ja, das dass du wirklich ins Gebäude rein musst, um zu gucken, ist da was oder nicht. Weil in echt ist es ja auch so. Du kannst, gehst auch an ein Gebäude ran und kannst nicht sofort sehen, ist da was drin oder nicht. Genau. Alter, ey. Schleudergang hier, ey. Ja. Okay. So. Sweet Home. So, wir müssen eh zur Base, weil ich glaube, der Wagen, der ist überfordert, glaube ich, ne? Oder? Ja. Ich kann auch nichts, doch, das Schmerzmittel und kann nochmal hier den Packsack reinpacken. Alles klar, kein Problem. I realize my little science experiment may not be that exciting, but this is my way of fighting back. The more we learn, the better equipped we are to survive. Mhm. Take care of yourself, okay? Alles klar. I'll let you know when I have good news to share. Hang in there, okay? Great. Alles klar. You have shit lying so, nice. Around and it got broken. Nice job. Gut, dann fahren wir nach Hause. Ja. Weil die Munition, gut, ich sag mal so, das würde wahrscheinlich noch reichen, um einen solchen Herzplatz zu machen. Weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, ich hab genug. Du hast genug? Ja. Hm. Ja, dann fangen wir doch gleich mal hier vorne an, wenn wir schon mal hier sind. Ja. Warte mal, ich will den Screamer, den will ich noch. Alles klar, so. Ja, hier kommen wir auch gut ran. Relativ gut. Hier ist irgendwo noch ein Screamer. Jetzt nicht mehr. Okay. 200 Schuss habe ich. 200 Schuss? Ja. Ich habe 66. Reicht. Das reicht, genau. Einer mit einer Ladung. Alles klar. So, wow, hier ist nichts drin. Hm. Ja, was denkst du, die sind alle zur Nachtschicht? Achso. Alles dann klar. 3, 2, 1 und. Mann, hier ist aber Terror. Boah, na. Das war's. Ich bin noch drinne. Alter. Scheiße. Boah, spring doch da raus, Alter. Was? Alter. Komm raus da. Nein, 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 nein. Scheiße, ich hab keine Munition mehr. Kommst du da raus? Ja, ich versuch's. Wenn ich hier rüber, komm hierher. Oh, scheiße. Das war's. Das war's. Ich sehe nichts mehr. Ah. Hier oben auf dem Dach. Ja. Ist zu spät. Es ist tot. Warum landet die genau da drinnen, Alter? Was ist das denn?
Scheiße, ich hab keine Munition. Dann lass ab von hier. Irgendwie ist das Auto da. Oh nee, 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 nee. Really? A juggernaut? Was so? Ja, ich. Ist klar. Oi, oi, oi. Nicht gut, nicht gut. Wo bist du? Ah, da hinten. Ja. Die Kiste, die fliegt uns gleich um die Ohren. Ja, ich weiß. Oh, shit. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. War da jetzt noch ein Toolkit drinne? Nee. Nee, aber mein anderer Chip hatte noch eins. Nee, das habe ich verbraucht. Scheiße. Ja, ist nicht schlimm. Macht nichts. Na, geh weg irgendwie. Boah, Alter, das kann doch... Einfach weglaufen. Ja, ich bin infiziert. Stark infiziert? 5 Minuten. Nicht Scheiße. Ganz. Dann lass uns zur Base. Lass uns irgendwie... Ja, wie denn? Na, laufen. Also versuchen zumindest. Irgendwie versuchen. Ja. Alter, wo bist du? Mehr Zombies am Arsch als alles andere. Gerade, wo bist du? Okay. Hier hinten. Ja, ich sehe schon, du bist weiter weg als ich. Boah, scheiße, meine Uhr läuft auch jetzt. Ja, ich habe 4 Minuten. Ich habe genau 5 Minuten jetzt noch Zeit. Eine Minute mehr als ich. Fuck, I don't want scheiße. Oh Mann! Mistvieh, Alter, echt. Boah. Nee, 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 Freunde der Sonne. Stirbst du, oder? Ich hab nur 1 Minute, ich bin gleich tot. Oh nein. Und das war's. Oh Gott, kein guter Tag. Kein guter Tag. Oh, fuck, Alter, ey. Mhm. Scheiße, und das sind alles rote Klaue-Mitglieder. Ja, das waren 2 rote Klauen-Mitglieder. Kacke, ey. Screamer nearby. Hui, ja, da waren die und sind die auch mal weg, ey. Scheiße, ey. Bin ich denn noch hier in der Base, Alter? Nur noch. Wo bist du ganz? Ich muss irgendwie zur Base kommen. Ey, kannst noch. Also, das könnte mit Ach und Krach, wenn mich jetzt nicht noch ein Infizierter oder so beißt. Weil meine Anzeige, die ist rot. Ja. Die Karre, die möchte ich auch wieder haben. Das heißt, ja. Wir schnappen uns ein Auto, ein Toolkit und alles, reparieren, fahren dann zurück, reparieren alles. Ja. Obwohl hier kann ich mir einen Außenposten setzen. Ich glaube, das werde ich auch mal machen. Mhm. So. Ich weiß im Moment gar nicht, wieso. I've secured this location as an outpost. Now that I see the place, I think we could trauriger Tag. Ja. Meine besten Leute sind aufgegangen, ey. Scheiße, ey. Ja, ja, sorry. Das ist auch nicht deine Schuld. Muss ich mir mal neu holen, ne? Ja. Shit, ey. Immer direkt. Das passiert. Ja. Can somebody bring me some wheels? Consider it done. Gleich dir schon hinterher. Da bist du. Ich hab mal eine Karre hier angefordert. Ach du Scheiße, die steht da hinten. So, ich muss mich auch nochmal eben heilen. Ja, heil dich mal lieber, das ist viel wichtiger. Ja. Oh Gott. Alter, das war aber auch eben brutal, ey. Ohne Scheiß. Ja. Das war kacke brutal. Ich hab mal Waffe wechseln. Ich hab ein Auto jetzt angefordert. Ja. Der steht da, steht mitten auf der Straße. Wo
warte mal kurz. Vor allem, das ging auch rasend schnell und vor allem, du bist da irgendwie nicht rausgekommen, kann das sein? Nee, nee, ich kam nicht mehr raus. Kommt, Alter. Machen und tun, was ich wollte. Und dann wechsle ich auf einen anderen Spieler und lande genau an derselben Stelle. Ja, das ist doppeltes Pech. Das ist richtig bescheiden schön. Ja. Aber wie gesagt, ich hatte das, bei Robert hatte ich das auch schon mal gehabt. Bin ich rein und genau. Almost out of that. Also das war aber Albtraum, wohlgemerkt, ne? Ja. Und no way. Da bin ich auch nicht weggekommen, ich konnte machen, was ich wollte. Und ja. Naja, dann weißt du ja, ich morgen Daybreak spielen muss. Ja. Ja. Na, ich werde erstmal sehen. Morgen bin ich ja sowieso schlauer. Was jetzt ist. Zwecks arbeiten und nicht. Also wenn du morgen arbeiten musst, dann wäre es schwachsinnig gewesen, ja, dass sie dich heute freigestellt haben. Genau. Ich habe den Zuschauern schon gesagt, ich wurde heute nicht nach Hause geschickt, sondern ich habe ja eben diesen Anruf gekriegt und. I can't keep fighting. Mädel, du bist auch super müde, sehe ich gerade. Ja, noch können wir zurück und tauschen. Ach, das geht noch. Das haut noch hin. Also so muss dann, also wenigstens, dass wir noch zur Straße kommen. Wir müssen jetzt hier nur den Hang hier lang. Alter, ey. Ja, das schaffen wir locker. Und genau. Hast du denn alles mitgenommen? Ja, ne? Ach scheiße, siehst du, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Guck, jetzt zurück. Noch haben wir Zeit. Naja, du musst ja reparieren, auftanken. Genau, warte. Machen wir gleich. Ich lauf zurück. Ich hab ja noch. Ja. Vielleicht habe ich ja noch die Mini-Hoffnung, dass ich noch an meine Sachen rankomme. Und auch immerhin zweimal Arctic Stormbringer. Zwei gute Schwerter. Vor allem deine Charaktere, die streifen da ja umher, ne? Ja, das meine ich ja. Vielleicht besteht noch die Chance, da irgendwas mitzukriegen. Hä? So, du brauchst Benzin. Ich komme dir entgegengefahren. Entgegengefahren? Ja, okay. Na, ich habe ein Fahrzeug angefordert, weißt? Ah, ja. Deswegen wollte ich zur Straße. Das sieht ja abgefahren aus, ey. Zum Graffiti, ey. Zum Zauberer drauf. Ja, ist doch geil. Ja. Hat so ein bisschen was von, sag mal schnell, Thunderdome. Ja. Ja, hat was. Ja, so ein stimmt. Bisschen. Ja. Ja. Mit so einer Mucke tust du mir einen Gefallen, ey. Ohne Scheiß. Steh ich drauf. Ja, geht. Ich mag dieses weichgespülte, mag ich nicht. Also so, wie soll ich sagen, so 125, 130 Beats, so, das finde ich sau langweilig. Und dann am besten noch so depressiv, so depressive Klänge, oh, nee, weißt du? Nein. Mag ich überhaupt nicht, so ein Geplänkel, so ein Gespiele, weißt du? Sollte schon Spaß machen, aber zu hart mache ich das nicht. Ja das gut, ist auch Geschmackssache, ne? Ja, und? Ja. Und mit Rock. Kannst du mir natürlich mit Rock und Metal kannst du mir auch, also was Gutes tun. Ja, das höre ich eher. Deutschrock. Ja. Da gehe ich auch mit. So, wollen wir doch. Ja, lass mal hier raus, mal gucken. Bin ziemlich angepisst hier, ey. Ich glaub dir das. Ohne Scheiß, wär ich genauso. Gucken, ob die. Vor allem, das tut ja auch übelst weh. So eine Leiche von mir nicht da. Ja. But in plague territory, that never lasts. Wir sind ja beide drauf gegangen, ne? Ja. Komm mal, ich soll mitnehmen. Schon mal. Alter, meine Güte, kommt der wie so. Kannst du davon noch was mitnehmen? Ja, ich kann noch was mitnehmen. Aber die Benzinbomben kannst du meinetwegen noch behalten. Gar kein Thema. Alter, ey. Es geht wieder los hier. Ja.
Mann, das gibt's doch nicht. Alter, das ist... doch. Todeszone. Das ist der nackte Wahnsinn. So, wo ist deine... Ach, da ist deine Leiche. Hm. Da komme ich nie ran. Nee? Kann ich nicht plündern. Dann gebe ich dir mal, warte mal. Du hast ja Platz, ne? Ja. Jo, jetzt gebe ich dir erstmal das, das und das mit. War eh fürs Auto gedacht. Oh Gott, ey. Das will ich haben. Das will ich haben. That's a lot of stuff. Munition. Ja, Benzinbomben und so müssen da bleiben. Pech. Egal, Hauptsache ich hab das Schwert, aber einer fehlt ja im Endeffekt noch. Eben. Wo ist der? Oh, shit. Ein Transporter ist hier noch. Hier ist auch noch ein Packsack drinne. Hm. Lass mal umdeponieren hier. Drin im Transporter. Hier um die Ecke ist auch noch ein Transporter. Ja. Hm. Sag mal. Gut zu wissen. Hm. Ja. Ich würde trotzdem lieber meine aufgemotzte Kiste hier, den Zombiebrecher hier, den würde ich am liebsten, den würde ich gerne wieder haben wollen. Ja. Durchsuchen. Wo war denn jetzt der Packsack? Ah, hier. So, ich bin überladen. Okay, ja dann. Aber macht nichts. Ich kann ja im Transporter kann ich ja noch was reinhauen. So. Zauberstab, was ist das denn, ey? Mhm. Aha. So, abgefahren, ey. Ich habe keinen Platz. Ach ne, stimmt. Stimmt ja. Gut, dann machen wir die Karre flott und fahren zur Base, würde ich sagen, wa? Ja. So, ich bin durch hier. Queen hier. Lily thanks all you networkers who shared information on recent freak encounters. I got some Ich will nur ein bisschen gucken. Soll ich vielleicht mal einen anderen Typen noch entdecken? Scheiß Nacht. Ja. Nur die Umgebung ein bisschen abklappern. Man ist halt Pech. Das hatte ich ja bei dir in deiner Welt, hatte ich das ja auch schon gehabt. Ja. Da wollten wir ja auch suchen, wo ist diejenige gestorben? Das weiß ich noch, das war eine Sie. Und ja, Pustekuchen. Weggespawnt einfach. Egal. So, ich hab die Kiste ist jetzt wieder startklar. Okay. Soll ich das andere Auto nehmen? Ja. Hinten ist alles voll, oder? Ja, ja. Alles klar. Alter, ich hab die Kiste gerade erst repariert. So. Alles klar. Alter, ey. Als wenn man mal die Soffen hätte, ey. Hui. Scheiße, hier geht nicht weiter. Hier hin. Wie heißt das immer so schön, ey? 30 Bier und 10 Snaps später können wir nichts anhaben, nur.
Obwohl, ich hab ja mit dem Kumpel eine Wette zu laufen. Na? In Sachen Bier trinken. Okay, erzähl. Und zwar, wer am schnellsten Bier trinken kann halt. Also in dem Sinne jetzt, er hat mit mir gewettet, er schafft es schneller 0, also diese 0,33er Bier, ne, so ein ja. Sixer, leer zu saufen und ich muss 2,5 Bier trinken, also volle, also 0,05er. Scheiße, wir sind erst beim Außenposten. Hey Lily, I'm near that location you just shared, but ja, eigentlich solltest du das da schaffen. Ein das schaffe ich. Und er hat fast 2 Liter, also. Nee, also 2,5 Bier. 2,5 Bier. Also das schneller aussieht, das muss ja von der Menge her in etwa identisch sein, weißt du? Ja. Kommt ein Juggernaut hinter uns. Und ein Tobsüchtiger. Komm her, Arschloch. Oh, da kommt allerhand auf uns zu. Lass in die Base gehen. Das wird gleich richtig lustig hier. Bringt der Turm doch was. Der Turm doch was gebracht. Auf jeden Fall. Ui. Einmal Luft holen. Gut, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.